Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Udo Leyen, der Geschäftsführer der Wilhelm Well Beratungsgesellschaft MBH. Mit ihm sprechen wir über ganzheitliche Unternehmensberatung. Allein im Vorgespräch haben Sie uns gesagt, dass Ihnen, Ihrem Unternehmen, vor allem eine ganzheitliche Beratung so unglaublich wichtig ist. Warum ist das so und was kann ich mir unter einer ganzheitlichen Beratung vorstellen? Ganz einfach. Ich habe da so eine Erfahrung gemacht, die hat mich dazu gebracht, doch laut darüber zu reden. Geht man zu einem Unternehmensberater, der steuerlastig ist, dann funktioniert das Ganze doch nur nicht, weil die Steuern nicht optimiert sind. Gehen Sie zu einem, der IT-lastig sind. Was glauben Sie, was der Ihnen verkaufen wird? Ich brauche, glaube ich, gar nicht weiterreden. Und dasselbe mit jeder anderen Spezialisierung. Ich bin aber nicht hier, um meinem Kunden etwas zu verkaufen. Es kommt nicht auf meine Dienstleistung an. Es kommt auf das an, was der Kunde möchte, wo er hin will. Und dann verkaufe ich ihm auch bitteschön nur das, was Sinn macht. Nämlich das, was er wirklich braucht. Und nicht mehr und nicht weniger. Sonst kommen wir nicht zum Erfolg. Und ich blicke auf die Auswirkungen dessen, was er vorhat, hin, um zu sehen, was passiert da genau, was müssen wir noch beachten. Das heißt, das Umfeld wird mit betrachtet. Was passiert, wenn A in Wirksamkeit umgesetzt wird, was passiert denn in B und C? Ja? Das interessiert die meisten nicht. Die verkaufen, werfen einem da was hin und sagen, mach noch eine Schulung dazu, kannst du bei mir buchen, kosten Schweinegeld. Und das war's. Das möchte ich so nicht, sondern sowas wird implementiert in einem kompletten Projekt, damit es keine Überraschungen wird und vor allen Dingen eins nicht, die Katze im Sack. Verstehe. Sie haben, wie ich anfangs erwähnt habe, einen sehr großen Erfahrungsschatz, weil Sie so viele Projekte, Einzelprojekte auch betreuen in den verschiedensten Themenbereichen. Aus Ihrer Sicht, was sind denn aktuell so die größten Herausforderungen, denen sich Unternehmen stellen müssen, um natürlich auch erfolgreich in die Zukunft zu gehen? Die meisten Unternehmer kennen ihr Unternehmen sehr genau. Das heißt, die wissen eigentlich, wo es dran hapert, aber nie bis ins letzte Detail hinein. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ich mir da schon in den Gesprächen gute Tipps holen kann, aber durch den Strategieworkshop, den ich mit den Damen und Herren veranstalte, kommen noch weitere Punkte zutage, über die sie sich gar nicht bewusst waren. Und das ist die zweite Seite der Medaille. Das heißt, die Erkenntnis des Kandidaten wird erweitert und das ist wichtig. Der Blick von außen muss mal drauf, weil man selber ist zwar Experte, man kennt seine Firma besser wie die Westentasche, ja? Aber der Tunnelblick hat sich auch eingestellt. Und diese Doppelwirkung muss man einfach kennen. Und das muss man sich auch einfach eingestehen, dass es so ist. Jeder hat seine Begrenztheit. Habe ich auch. Ja, ganz klar. In einem anderen Interview, was wir schon einmal geführt haben, haben Sie uns auch gesagt, dass Sie eben in Unternehmen nicht nur kurz begleiten und sagen, wie es funktioniert, sondern dass Sie wirklich auch lange zur Seite stehen. Und Sie bieten einen 360-Grad-Workshop an. Warum der Name? Was heißt das genau? Und was sind so grobe Inhalte dieses Workshops? Der Workshop setzt sich genau aus diesen in Summe 60 Fragen und einem Unternehmerinterview zusammen. Da schauen wir auf die verschiedensten Bereiche der Unternehmung. Das kann das Controlling sein, die Finanzen, das ist der Vertrieb, das ist die Beschaffungsseite, das ist die Führung, wie gehe ich mit Mitarbeitenden um. Das heißt, hier beleuchten wir verschiedene Aspekte, erstmal nur grob, erstmal nur als Übersicht. Daraus heraus erstellen wir nach validen Methoden ein Stärken-Schwächen-Profil und aufgrund der Vielzahl der bereits hinterlegten Daten finden sich auch über 95% der Leute absolut dort wieder. Das ist statistisch erwiesen. Wir haben eine sehr hohe Trefferquote, daher kann ich die Beratung auch so anbieten, sonst wäre ich nicht dazu in der Lage, ganz einfach. Das heißt, dieser Workshop bildet erst einmal eine Grundlage. Ja. Wie geht es dann weiter? Also bieten Sie auch Coachings an, bieten Sie Trainings an? Also wie kann man das fortführen? Nur dann, wenn es Sinn macht. Das bedeutet, wir sind ja hier im Bereich der Unternehmensberatung. Wenn jetzt hier Dinge auftauchen, die nicht funktionieren. Angenommen, es wäre jetzt beispielsweise der Vertrieb. Jetzt machen wir mal nur das Beispiel. Dann ist die Frage, ist es der Digitalisierungsstand in den Vertrieb? Fischt der Kunde im richtigen Teich?
findet er da seine Kunden noch? Oder wo waren die Kunden gestern, aber wo sind sie heute? Und der Vertrieb hat es nicht bemerkt oder nicht mitgelebt. Das ist oftmals der Fall. Mitarbeitende müssen auf neue Techniken geschult werden, auf neue Vorgehensweisen. Der Verkauf von gestern ist nicht mehr der Verkauf von heute und morgen wird er wieder anders ablaufen. Das ist im stetigen Wandel, im stetigen Fluss. Das alles wird betrachtet, das heißt Hard Skills und Soft Skills. Wenn dann ein Workshop, eine weitere Beratung, ein Training oder ein Coaching eine Maßnahme wäre, die das wirksam begleitet, ja, dann werde ich sie anbieten. Der Kunde ist in diesem Workshop frei, seine freie Wahl zu treffen, mit uns zusammenzuarbeiten oder es mit einem anderen Unternehmen zu tun. Der Workshop ist für ihn kostenpflichtig, das ist aber förderbar, sodass 50% der Kosten gefördert sind. Das heißt, für ein Unternehmen absolut verträglich. Wir reden hier über einen Betrag, der ist unter 3.000 Euro angesiedelt. Also für so eine Analyse, damit gehen andere Unternehmensberatungen offensiver finanziell an den Markt. Das möchten wir aber nicht, weil wir Kunden gewinnen möchten. Wir möchten, dass sich der Nutzen verbreitet, denn wir sind der Überzeugung, dass wenn wir viele Unternehmen gut aufstellen, es gesamtheitlich auch der Wirtschaft besser geht. Ja, und wir möchten weniger Insolvenzzahlen sehen, wir möchten mehr Erfolgsmeldungen haben. Ich finde, das ist sehr wichtig und das ist die Form des Beitrags, den ich bereit bin, dazu in den Topf zu werfen, in den berühmten. Also habe ich es richtig verstanden, wenn Sie Workshops machen, dann ist es nicht ein Standardprogramm, was Sie von einem Unternehmen ins nächste Unternehmen mitziehen, sondern es ist immer individuell, immer. Es ist maßgeschneidert, was das Unternehmen braucht. Ja. Und ich fand es gerade ganz interessant, was Sie gesagt haben zu den Fördermöglichkeiten. Kennt man eigentlich so allgemein, glaube ich, nicht, dass es dies auch für Unternehmensberatungen gibt. Wie genau funktioniert das? Wo muss ich mich dahin wenden? An uns. Also okay. Es ist ganz einfach. Wir haben ein Analyse-Tool, das je nach Themenstellung und Aufgabenstellung und je nach Standort der Firma die möglichen Fördertöpfe, die wir adressieren können, auswirft. Okay. Niemand kann sich in dem Dschungel von über 3.200 Fördertöpfen, die es gibt, auskennen. Das ist ein Fachgebiet. Das ist eine ganze Menge. Das ist ohne eine solche Unterstützung nicht leistbar und die wird stets aktualisiert. Und wir wählen immer zwischen 4, 5 Fördertöpfen aus, um dann entsprechend zu begleiten. Also Beratungen sind förderbar, Workshops sind förderbar. Hängt das Wort Digitalisierung irgendwie mit drin, dann können wir ganz andere Anträge stellen und ganz andere Finanzmittel unserem Kunden zur Verfügung stellen, um so etwas durchzuziehen. Also, das muss nicht wehtun, das ist die Message, die ich eigentlich weitergeben möchte, sondern das ist handhabbar. Aber dafür brauche ich denjenigen, der mich dann eben anspricht und dem ich dann Rede und Antwort stehen kann. Sie haben es nebenbei immer noch erwähnt und wäre auch noch mal eine explizite Frage, warum sind Sie denn in so vielen unterschiedlichen Bundesverbänden? Wenn ich das richtig habe, sind Sie beim BVMW, bei den KMU-Beratern und wie Sie es auch gesagt haben, offensive Mittelstand. Was bringen diese Mitgliedschaften in diesen Verbänden? Es sind sogar noch einige mehr, aber wir haben jetzt mal die wichtigsten betrachtet. Das ist wichtig, um auch nach außen zu zeigen, dass man eine gewisse Beraterkompetenz sich auch erarbeitet hat. Also als viele können Unternehmensberater sein und sich so nennen, das ist kein geschützter Begriff. Wir möchten hier natürlich das Signal setzen, wir haben uns durch Berufsverbände prüfen lassen. Man kommt da nicht so ohne weiteres rein. Beim Bundesverband der mittelständigen Industrie ist es der Regionalbetreuer, der einem auf den Zahn fühlt. Das ist ein erfahrener Mann des Verbandes. Hier wird sehr viel Wert auf Kompetenz gelegt. Und bei den KMU-Beratern ist es so, man muss regelmäßig nachweisen, dass man als Unternehmen Fortbildungen selber bucht, durchgeführt hat, hier sind Stundenzahlen vorgegeben, eine Regelmäßigkeit vorgegeben. Hiermit mache ich nach außen Transparenz, dass das Weiterbildung wirklich auch selber gelebt wird. Allein einen Aspekt habe ich noch. Das Wichtigste bei diesen ganzen Sachen, bei Beratung, bei Coachings, bei Support, ist doch, dass ich dann irgendwann aber auch von der ganzen Theorie, die ich lerne, in die Praxis komme. Weil ich vergleiche das immer so, ich weiß natürlich, dass Sport wichtig ist und Ernährung wichtig ist, aber nur das Wissen allein hilft mir ja nicht weiter, dass ich gesund lebe. Wie schaffe ich denn den Sprung, das auch wirklich zu machen? Ja, da habe ich ein Beispiel.
Wissen Sie, ich bin mit einem Arzt befreundet. Der klagt mir immer sein Leid, dass er so viel eigentlich unnütze Pillen verschreiben muss und die eigentlich auch nur den Organismus belasten. Wird der oder diejenige nur mal ein bisschen selber Sport machen, bräuchte er die Pillen nicht verschreiben und schon wäre alles gut. Und ähnlich geht es den Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Die sitzen in ihrer Kanzlei und beraten ihre Mandanten. So, und jetzt werden mal Zahlen nicht mehr so ganz genüsslich und dann gehen die her und geben auch viele Tipps. Aber der Unternehmer geht damit alleine nach Hause. Genau, das ist der Punkt. Richtig, ja. So, da müssen wir eingreifen. Das heißt, auch für einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer kann es sinnvoll sein, meine Telefonnummer anzuwählen, weil da bekommt er die Umsetzungsbegleitung für seinen Mandanten auf Zeit. Das bleibt sein Mandant, das ist ja klar. Ich mache keine Wirtschaftsprüfung, schon gar nicht Steuerberatung. Und setzen nur dann gemeinschaftlich die Dinge um. Das ist ja auch das Wesen guter Projekte mit einer Unternehmensberatung. Man bezieht den Steuerberater des Mandanten mit ein. Mhm. Wird oftmals nicht getan. Dann wird über Dinge entschieden, wo er aus seiner Sicht einen ganz anderen Blickwinkel drauf hat. Ja, Fachleute an einen Tisch, was Schönes draus machen. Eigentlich ist es einfach, wenn man denn nur mal miteinander redet. Ein schöner letzter Gedanke. Damit würde ich unser Interview gerne abschließen. Herr Lein, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Der Dank ist auf meiner Seite. Wenn es was Neues, Spannendes zu berichten gibt, kommen Sie uns gerne wieder besuchen. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Gespräch mit Ihnen. Dankeschön. Danke. Schönen Tag noch. Tschüss.